Festgelegt wurden wir jetzt beginnen mit dem Top 16, Absicherung, Alphabetisierungsprojekt mittendrin mit Kopf und Ball, Volkshochschule ab Januar 25. Dort hat man auch festgelegt, Rederecht für Anja Abel. Ich würde vorschlagen, da die Fraktion Die Linke die einreichende Fraktion ist, dass wir da, wenn sich da kein Widerspruch bei der Fraktion hegt, dass Frau Abendley am Anfang den Antrag einbringt. Danach würden wir den Ergänzungsantrag Grünen einbringen lassen und dann schauen wir mal, wie weit wir in der Debatte kommen. Herzlich willkommen, Frau Abel. Sie haben das Wort. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuhörende. Ja, warum spreche ich jetzt noch einmal, obwohl ich doch gar nicht mehr im Stadtrat bin? Ich war im Auftrag des Stadtrates 10 Jahre im Vorstand der Volkshochschule tätig und habe im Laufe der Jahre immer wieder Anträge bezüglich der Volkshochschule hier eingebracht und habe versucht, das Anliegen der Volkshochschule auch hier im Stadtrat zu vertreten. Das habe ich als meine Aufgabe gesehen. Und im Juni habe ich aus diesem Grunde auch noch mal sozusagen in letzter Minute einen Antrag geschrieben, weil die Volkshochschule in Not ist. Das ist nun etwas, da sind viele Vereine und die Volkshochschule ist ein Verein, die in Not sind. Und warum ist das jetzt so bedeutsam? Ich möchte kurz darauf eingehen. 300.000 gering literarisierte Menschen haben wir hier in Sachsen. 55.000 hier in Dresden. Gering literalisiert bedeutet, die Menschen haben Schwierigkeiten, Worte, Sätze oder einfach zusammenhängende Texte zu lesen oder zu schreiben. 55.000. Als ich jetzt am Anfang des Schuljahres beim Stadtschülerrat war, hing dort ein großes Banner und da stand, wir vertreten 55.000 Schülerinnen und Schüler hier in Dresden. Also die Menge aller ab 5. Klasse der Schülerinnen und Schüler, die hier in Dresden ist, diese Menge muss man sich vorstellen, das ist die Anzahl von Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Was das für die Betroffenen im Alltag bedeutet, können wir nur erahnen. Wer sich manchmal die Zeitschrift Drops kauft vor den Kaufhallen oder an anderen Stellen, konnte zum Beispiel beim vorletzten Ausgabe ein Schicksal einer Frau lesen, deren Mann für sie alle schriftlichen Arbeiten erledigt hat und alles, wo sie eben lesen und schreiben können müsste. Dieser Mann ist nun gestorben. Nun stand sie alleine da, ohne dass sie Zugang zum schriftlichen Wort hätte, ohne dass sie Formulare ausfüllen konnte und bearbeiten konnte. Sie ist obdachlos. Jetzt. Das ist einer von vielen Fällen. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass die Menschen, die nicht lesen und schreiben können, jetzt sagen, oh, ich will das unbedingt lernen jetzt. Ich suche mir jetzt eine Schule. Nein, da ist die Hemmschwelle viel zu groß. Etwas hat dazu geführt, dass sie nicht lesen und schreiben können. Und die Gründe sind extrem vielfältig. Also hat die Volkshochschule sich überlegt, was können wir tun? Und da gibt es eine Studie, die sagt, Fußballvereine spielen im Leben vieler Menschen eine zentrale Rolle. Das ermöglicht zum Beispiel Erwachsene zu erreichen, die man sonst kaum erreichen würde und die kaum den Weg in eine Bildungseinrichtung finden. Durch die Kombination von Sport und Bildung können Hemmschwellen überwunden werden und das Vertrauen von Menschen kann gewonnen werden. Das haben sich zum Beispiel in Großbritannien, Spanien und den Niederlanden zahlreiche Fußballvereine auch deswegen zur Aufgabe gemacht. Sie sind richtig Akteure der Erwachsenenbildung im Bereich Grundbildung. Das ist hier in Deutschland noch überhaupt keine Tradition. Aber die VHS hat gesagt, wir fangen das einfach mal an. Herr Küfner, der Leiter der Volkshochschule, hat sich in das voll besetzte Dynamo-Stadion gestellt und hat für solche Kurse im Dynamo-Stadion geworben. Die Zusammenarbeit mit Dynamo hat dazu geführt, dass 7 Kurse aufgebaut wurden. Die Lernangebote haben Namen wie zum Beispiel Torschuss und Elfmeter.
Diese finden zum Beispiel in der Stadionloge statt. Aber es gibt auch Angebote wie Halbzeit, der ist im Jugendarrest Dresden, oder auch Auswärtsspiel, das ist im Epilepsiezentrum Kleinwachau. Diese Kurse sind sehr wirksam. Es ist ihnen gelungen, dass die Menschen regelmäßig an diesen Kursen teilnehmen, und über die ersten Erfolge konnte man dann auch in der Zeitung lesen, wo sich Menschen geoutet haben und eben erzählt haben, was das für sie bedeutet, jetzt in der Lage zu sein, schreiben und lesen zu können. Es bedeutet aber auch, da 65% derjenigen, die an den Kursen teilnehmen, im Berufsleben stehen, dass man besondere Zeiten nehmen muss, also nachmittags, abends. Deswegen denken wir, dass diese 7 Kurse unbedingt erhalten werden müssen. 200.000 Euro wären dafür notwendig. Und selbst wenn es weniger als 200.000 sind, wäre das schon ein großer Erfolg für die Volkshochschule. Dann könnten Sie wenigstens 2 oder 3 fortführen. Lassen Sie uns die Menschen, die lesen und schreiben lernen wollen, jetzt nicht im Regen stehen. 55.000 Menschen. 7 Kurse ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn wir das aussetzen, dann machen wir da gar keine Fortschritte. Und das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Deswegen bitte dringend schauen Sie, dass Sie das mitfinanzieren können, obwohl überall ein großer Mangel ist. Das ist der Antrag der Linken. Und den zweiten Punkt, das können Sie sich ja selbst erschließen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Danke. Danke fürs Zuhören. Okay. Vielen Dank, und wir würden weitermachen. Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen, Agnes Scharnetzky, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ape, vielen Dank für den Antrag und dass Sie dem wichtigen Thema damit Aufmerksamkeit verleihen. Wir haben nur noch einen winzigen Ergänzungsantrag geschrieben, weil das aus meiner Sicht wirklich so das klassische Thema ist, wo sich auch Stiftungen einbringen, wo sich auch man sich gemeinnützig engagieren kann, um solche Projekte zu fördern. Und wenn man so mal die Website vom Deutschen Stiftungsverband durchscannt, bin ich fast sicher, dass man vielleicht auch noch jemanden findet, den man ansprechen kann, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass solche Projekte auch Schule machen, und sowas kriegt halt auch Breite und Öffentlichkeit, wenn es breit finanziert wird. Und deswegen ist es uns einfach ein Anliegen, nochmal dafür zu sensibilisieren. Ich habe mich lange mit Herrn Küffner auch darüber unterhalten, dass es eben nicht nur um Fördermittel gehen muss, sondern dass es ja auch um Stiftungsmittel gehen kann, die aus privaten oder aus Wirtschaftskontexten kommen. Und vor dem Hintergrund werben wir dafür, dass einfach nochmal mit Aufmerksamkeit zu bedenken, dass es auch noch andere Finanziers geben kann als die Stadt. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Es sind jetzt noch ein Redner gemeldet, bei Bedarf, CDU-Fraktion. Matthias Dietze. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, das ist natürlich erstmal was Schönes in diesem Antrag. Es kommen zwei Lieblingsthemen von mir zusammen, Bildung und die SGD, auch wenn letzteres angesichts der, ich sag mal, Misserfolgsserie gerade nicht so leicht ist. Bildung und SGD scheinen aber nicht immer so übereinander zu kommen. Wie es so schön in dem Antrag heißt, 58% der Erwachsenen sind, die nicht alphabetisiert sind, sind männlichen Geschlechts, sind 25% sind zwischen 45 und 55 Jahre alt und mehr als die Hälfte deutsch. Mit anderen Worten, ich fasse das zusammen, männlich, mittleren Alters und deutsch, also leitet man daraus ab, das ist also der Dynamo-Fan. Und aus dieser These heraus ergibt sich ja nun die Vorstellung, dass man mit einem Literarisierungsprogramm oder Alphabetisierungsprogramm entsprechend an diese Person herantreten kann. Ich will das auch als Projekt auch gar nicht in Frage stellen. Das mag durchaus auch sinnvoll sein, genau auf dieser Ebene zu arbeiten, möchte aber schon noch mal darauf hinweisen, es ist nicht das einzige Alphabetisierungsprojekt in dieser Stadt. Es arbeiten auch noch andere Vereine dort erfolgreich in diesem Bereich.
Ich will auch noch mal gar nicht so drauf rumhacken, dass die Linke mal wieder einen Antrag bringt mit dem Motto, wir haben hier eine schöne Idee, Verwaltung, schaut mal, wie ihr die Finanzierung hinbekommt. Ich glaube, hier steckt ein ganz anderes Problem dahinter. Der Kollege Mario Schmidt hat es schon gesagt, das sind Anträge, die zu einer Unzeit kommen. Wir haben massive Haushaltsprobleme und die waren auch schon zu dem Tag absehbar, als der Antrag gestellt wurde, nämlich der 13.06. So, jetzt kommt jeder hier an, der eine mit einer Richard-Wagner-Akademie, der andere eben mit einem Alphabetisierungsprojekt mittendrin mit Kopf und Ball. Das sind Projekte, die ohne Frage nice to have sind. Ganz, ganz fraglos. Aber an dieser Stelle, wo wir nicht nur eine eingestürzte Brücke haben, sondern wie gesagt auch eine Belastung im Haushalt und darüber reden, dass wir Schulneubauten streichen, dass wir Schulso einkürzen müssen und dass wir die Elternbeiträge nicht stabil halten können, finde ich, ist das nicht der richtige Weg. Haushalt muss in einer gesamtstädtischen Verantwortung erarbeitet werden und dort werden sicher auch die Linken wieder mit dabei sein, dann können sie für die Finanzierung auch bezogen. Was aus meiner Sicht nicht geht, ist das Rauspicken von irgendwelchen Lieblingsprojekten. Das ist aus meiner Sicht an dieser Stelle unsinnig. Unsinnig ist es auch beim Land anzuklopfen. Von dort her kommt ja die ganze Problemlage, vor der wir gerade stehen. Wir haben eine katastrophale Wirtschaftspolitik, wir haben weniger Steuereinnahmen in der Wirtschaft. Ja, deswegen hat das Land auch weniger Geld und wir bekommen als Stadt eben auch nicht mehr in der Summe das Geld, wie wir das uns gerne vorstellen. Und insofern, da jetzt bei dem Land nochmal anzuklopfen und zu fragen, ob die Geld haben, ist halte ich für absolut unsinnig. Falscher Zeit, falscher Ort. Entschuldigung, wir werden diesen Antrag nicht zustimmen können. Danke. Okay, dann hat sich Herr Plötzer, AfD-Fraktion, gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Der vorliegende Antrag fordert im Beschlusspunkt 2, dass sich der Bürgermeister gegenüber der Staatsregierung für Förderkriterien im Bereich der Grundbildung einsetze, die auch von den kreisfreien Städten genutzt werden können. Exakt solche Kriterien legt der Freistaat Sachsen bereits an. Die ESF-Plus-Richtlinie Bildungspotenziale lebenslanges Lernen 2021 bis 27 des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus umreißt 4 Handlungsfelder für Vorhaben der Grundbildung. Lediglich in einem von ihm, für die Erprobung regionaler Grundbildungszentren, formuliert sie dabei eine Maßgabe, wonach die Förderung mit Schwerpunkt auf dem ländlichen Raum erfolgen soll. Ein Ausschluss der Möglichkeit für Grundbildungszentren in kreisfreien Städten ist das nicht. Insbesondere haben sich aber, der Herr Dietze hat darauf hingewiesen, nach den Einträgen im Netzauftritt der Koordinierungsstelle Alphabetisierung und Grundbildung Sachsen in Dresden wenigstens 4 Angebote der Grundbildung etabliert. Unsere Fraktion stand dem Ansinnen des Antrags nach moralischer Unterstützung durch den Bürgermeister gegenüber der Staatsregierung zuerst aufgeschlossen gegenüber. Es ist jedoch immer ein wenig anstrengend, die Verwaltung zur Beförderung von etwas anzuhalten, was es schon gibt. Im Hinblick auf die Ausgestaltung des hier in Rede stehenden Projektes als Grundbildungszentrum wurde vom Fördermittelgeber wohl konzentriert und wohlwollend nachgedacht. In der Gesamtschau erschien den Entscheidern das Projekt jedoch letztlich zur Förderrichtlinie wenig passend. Die Maßgaben einer Schwerpunktsetzung auf den ländlichen Raum war dabei nicht das bestimmende Kriterium. Richtig ist, dass nunmehr bis Ende 2026 7 Vorhaben als Grundbildungszentren nach der ESF-Plus-Förderrichtlinie Bildungspotenziale lebenslanges Lernen gefördert werden. Sie alle sind auf den ländlichen Raum ausgerichtet. Wenn keines dieser Projekte, wovon auszugehen ist, vorzeitig abgebrochen wird, ist nunmehr kein Finanzrahmen mehr aus dieser Förderrichtlinie für diese Vorhabenform mehr zu erschließen. Das Engagement der Betreiberin dieses Antrags, Frau Apelt, verdient Respekt und Anerkennung. Vielerorts vernimmt man von einer in der Forschung anerkannten Einschätzung, wonach niedrigschwellige Angebotsformen im Bereich der Grundbildung hohe Wirkungskraft erschließen könnten.
Aber es gibt eben auch eine ausnehmend angespannte Haushaltslage. Nicht nur in der Stadt, auch im Freistaat insgesamt. Es ist viel Geld verausgabt worden, einiges an grundständigen Ausgaben hart der Erledigung. Einiges an sozialem Ausgleich hart der Vornahme. Und die Belastung der Schaffenden erreicht bedenkliche Ausmaße. Der Antrag der Grünen weist hier in eine richtige Richtung. Suchen Sie, Frau Abelt, unbedingt energisch wie ideenreich nach Sponsoren, Förderern, Spendern und Drittmittelgebern. Aber bitte rufen wir in diesem Zusammenhang nicht gleich wieder nach dem Wirken der Verwaltung, dem Staate. Der Bürgermeister hat seine höchst eigenen Aufgaben zum Wohl der gesamten örtlichen Gemeinschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, dann nächster Redner, Tilo Kiesling, bitte. Ich mache es gleich hier von der Seite, weil der Herr von der AfD, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, sagen ja hier sehr klug getan hat und Richtlinie und ESF und ganz viel erzählt hat, während Anja Abel hinter mir sagt, du musst was erwidern. Da sagt sie mir zuerst, diese Richtlinie ist so verändert worden, dass nur noch der ländliche Raum zugreifen kann. Das heißt, diese Behauptung, wir hätten da irgendwas... Ja, das heißt, wir hätten etwas inhaltlich nicht ganz so doll gemacht, die im Land wären besser, ist einfach falsch. Die Richtlinie schließt die großen Städte aus. Und das ist eine Situation, die kennen wir ja vom Land, dass die sozusagen ländlichen Räume aufgrund ihrer grundsätzlichen Benachteiligung, die nie zu bestreiten ist, vielfach sagen, solche Sachen können die Großstädte selbst finanzieren. Da sind wir hier in der Großstadt und wir reden heute hier drüber, ob wir es selbst finanzieren wollen. Das ist der Punkt. Und da vor dieser Frage steht der Rat, sagt er, okay, wir lassen diese Leute einfach auf der Straße sitzen, tun nichts mehr für sie, oder sagen wir, ja, okay, wir beißen in den sauren Apfel, das Land will es nicht mehr mitfinanzieren, ändert die Rahmenbedingungen und wir treten ein. Das ist der Punkt und das hätte der gute Mann von der AfD, dessen Namen ich, wie gesagt, nie weiter mitbekommen habe, würde sagen, ja, auch hätte sagen können, der Ehrlichkeit halber, hat er aber nicht, weil er hat versucht, klug zu tun, um die Kompetenz von Anja Abel zur Seite zu schieben und deswegen muss ich das hier nochmal erwidern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay, es war übrigens Herr Plötze. Um das noch mal klarzustellen und ja, mehr sage ich nie dazu. Jetzt hat sich Frau Herr Breuer gemeldet. Bitte schön, Herr Breuer. Ja, okay. Danke, Herr Bürgermeister, dass Sie darauf hingewiesen haben, auf den Namen meines Kollegen. Ja, mit der Literalisierung scheint es auch im Stadtrat nicht zu klappen. Aber was ich sagen wollte, der Herr Plötzer hat mir ja selber die Vorlage nochmal gezeigt. Die Verwaltungsvorschrift des Landes. Und da steht ganz klar drin, dass ein Fokus auf die ländlichen Gebiete zu legen ist und dass die Großstädte dabei komplett ausgeschlossen werden. Das ist einfach falsch, Herr Kiesling. Erzählen Sie hier Dinge, die schlicht und einfach falsch sind. Punkt. Gut, gibt es weiteren Redebedarf? Will der Einreicher noch ein Schlusswort halten? Das ist nicht der Fall, da würden wir in die Abstimmung gehen. Ich würde zuerst den Ergänzungsantrag Grüne abstimmen lassen. Findet er eine Mehrheit, wurde der den federführenden Ausschussbericht ergänzen und wurde dann zum Ausschussbericht gekommen. Deswegen rufe ich zuerst den Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 29 Ja, 36 Nein, 2 Enthaltung abgelehnt und würde nun den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Und damit jeder weiß, was da im Ausschussbericht steht, dort ist punktweise abgestimmt worden. Punkt 1 hat eine Mehrheit bekommen, Punkt 2 hat ebenfalls eine Mehrheit bekommen, also Zustimmung im Ausschuss. Das heißt, wer heute hier zustimmt, bestätigt den Ausschussbericht. Wer ablehnt, würde den entsprechend ablehnen.
Damit stelle ich den Ausschussbericht zur Abstimmung und bitte um das Stimmzeichen. Damit 31 Ja, 37 Nein, keine Mehrheit bekommen. Und dann würde ich jetzt als nächsten Schritt den Ursprungsantrag der Fraktion Die Linke zur Abstimmung stellen. Wer dem Ursprungsantrag der Fraktion Die Linke zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 31 Ja, 37 Nein, 0 Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Damit würde ich vorschlagen, kündige ich die